So, ich habe mir überlegt, zwei noch. Die heutige Aufnahmesession ist recht lang. Das ist jetzt die 16. Episode, die ich heute aufnehme. Also. Und. Aber damit ich halt quasi so in Richtung heute bis Episode 70 komme, dachte ich mir, nehmen wir halt noch zwei auf, wieso nicht? Und genau das machen wir auch. Jetzt gehen wir zur nächsten Nachtkiste hier bei Immortals Phoenix Rising auf der Nintendo Switch. Dazu begrüße ich euch recht herzlich. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin und jetzt warten wir auf die Nacht. Das war ein Inverse Revenanter. Das heißt, wenn man nicht mit dem Pferd von der Klippe läuft, sondern mit dem Pferd in die Klippe läuft, dann ist es ein Inverse Revenant. Das wird noch ein Ding. Das sage ich euch. Der Begriff. Merkt es euch gut. So. Gut. Wir warten. Ich frage mich, was wir dann mit den ganzen Mitternachtsfragmenten machen. Wirklich. Keine Ahnung. Also in der Schmiede konnten wir sie noch nicht verwenden. Vielleicht bei Peter was dann. Ich weiß es nicht. Guten Abend. Ich kümmere mich mal um die Chimäre da drüben. Servus, Chimärchen. Komm, greif doch mal an. Komm. Die sprengt alles weg. Next. Hoppla. Wo ist denn der nächste? Irgendwo da ist noch eine. Happy. Hi. Tada. Das sollte es gewesen sein. Ja, und das war's dann auch. Wunderbar. In der letzten Folge ist viel weiter gegangen. Jetzt geht schon wieder viel weiter. Und Nachtruhen sind doch was Seltenes mit so Mitternachtsfragmenten, muss ich sagen. Ja, diese Herausforderungen, die sind, oh, da ist das Kerberos. Das ist Kerberos da vorne, cool. Ist das da vorne, haben wir das markiert? Ich denke ja, das haben wir markiert. Cool, ich wollte ja nur den Abstecher machen. Das heißt, jetzt mache ich den Abstecher zurück hierher. Gleich Schnellreise. Keine Ablenkung mehr. Ich möchte nämlich die 4 Medaillen jetzt einsetzen und dafür die Belohnung, diese Rüstung bekommen. Ich hoffe, es ist eine Rüstung und nicht nur eine Optik. Flup. Ich glaube, das war irgendwo hier, gell? Ja, schlossen da. Geht ja alles. So. Oh, bin ich jetzt zu hoch? Na, glaube ich nicht. Da ist es ja. Schauen wir uns das an. Mit allen 4 Medaillen der Gefallenen konnte Phoenix die geheimnisvolle Tür passieren. Im Innern des Grabs der Helden konnte Phoenix die Präsenz der großen alten Krieger spüren, die Typhon auf der Goldinsel besiegen sollten. Alle nur Fähnchen im Wind. Achilles, bekannt als Kriegsheld, Schrecken aller Helden, war so überheblich, dass er ein leichtes Spiel für Typhon war. Ich mag dein süßes Gesicht nicht sehen, Verräter! Doch,
Warte, einen Blick noch. Atalante, die unersättliche Jägerin, war ebenso kräftig wie willensstark. Doch die Meisterin der Axt kam vom Weg ab. Das wurde ihr zum Verhängnis. Nur noch Herakles und Odysseus waren übrig. Einer, der Inbegriff halbgöttlicher Männlichkeit. Der andere, ein unerreicht listenreicher König. Sie kämpften. Unerbittlich. Doch Typhon überlistete Herakles hohe Kraft. Und Odysseus verlor über sein Unvermögen, Typhon zu besiegen, den Verstand. Und fiel ebenfalls. Lange sollten sie in Typhons Fängen leiden. Bis Phönix kam, sie befreite und uns alle überraschte. Vorerst. Was ist denn das für eine schöne Gegend? Die haben uns wohl redlich verdient, wie es ausschaut. Oh, ist das schön. Bis er kam, unser Held, unser Protagonist. Der einzig wahre Phönix. Herakles ist glaube ich, Herkules. Phönix näherte sich dem geheimnisvollen Raum. Einem Ort, an dem das Heldentum verewigt wird. Für jemanden, der von einem Fels losgebunden werden will, schmückst du manches aber ganz schön aus. Zeus ist echt grausam. Das muss ich immer wieder sagen. In Disneys Herkules wurde Zeus ja als liebender Vater dargestellt. Leerer Sockel? Für eine Heldengestalt. Jetzt schaut er ein bisschen aus wie Asterix. Als wie wenn Asterix und Hermes ein Kind hätten. Oh mein Gott. Als ob die ein Kind hätten. Schaut schon irgendwie heldenhaft aus, aber schauen wir mal, was die kann dann, die Rüstung. Wir werden es aber gleich sehen. Hoffe ich mal, dass es bald mal mit dem Laden vorbei ist. Also ich blende mich mal zur Sicherheit wieder weg. Hammer des Hephaistos. Ich kann es kaum fassen. Ich versuche mich würdig zu erweisen. Versprochen. Ah, das Archiv. Wusstest du, dass sie eine rigorose Vorgehensweise haben, um die Echtheit... Moment. Um die Echtheit von irgendwas? Ja, ist mir wurscht. Was haben wir da jetzt für eine neue Rüstung? Ich will sie sehen. Was? Plus 90% Aufladetempo für göttliche Kräfte? Das ist ja cool, oder? Bei Treffer mit göttlichen Kräften zusätzlich plus 5 auf Combo-Anzeige. Schaut okay aus. Was haben wir hier? Helm der strahlenden Göttlichkeit. Plus 28% Schaden mit göttlichen Kräften. Wir setzen die ständig ein. Und plus 40% Betäubung mit göttlichen Kräften. Also, ja. Uns bleibt da nichts anderes übrig, als das tatsächlich zu machen. Sie schaut ein bisschen bochen aus. Oh Gott, sie schaut wirklich schlimm aus. Wenn die Flügel wenigstens nicht wären. Und wenn es nicht so goldig wäre. Es schaut... Die Optik, ich kann... Wurscht.
eingereichte Dokumente zu überprüfen? So geht's. Wenn du meinen Lebenswillen auslöschen willst, es funktioniert. Es funktioniert. Oh. Zeus Lebenswillen auszulöschen, das glaube ich nicht. Aber wisst ihr, was noch ist? Die Guten, die Bösen und die Kleinen, das ist jetzt noch. Untersuche das Archiv. Das wollen wir machen. Unter der Statue der Athena war die Landschaft übersät mit dem Archiv und Tempeln, die der Strategie und der Weisheit gewidmet waren. Und mit Monstern. In ein paar Jahren wird es hier nur noch Filialen von Kaffeeketten geben. Jojo. Cool. Ach so, schau, das ist ja komplett was anderes. Warte mal, bin ich nicht da rein? Sicher, ich bin von da, da runter und bin jetzt da rausgesprungen. Jo, passt auch, weil wir wollten ja auch daher. Das ist super. Wow, und wir sind als mittiger Held noch und golden und alles angegeben. Da, Atalante. Höchstwahrscheinlich bist du, ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht bist du Achilles. Vielleicht bist du... Oh, das, ich weiß es nicht, aber das ist Atalante. Das ist einfach. Okay. Ich gehe mal zum Ambrosia. Wir sind jetzt beim Archiv und da sollte man Freude dran haben. Da jemand einmal ein bisschen lauter. Ich schnauf nochmal. Hätten sie die Rüstung nicht irgendwie würdevoller gestalten können als mit so Flügeln auf dem Schädel? Echt. Das schaut mir echt aus wie irgendwie so ein komischer. Leicht. Pädophiler fast schon. Also wie ein Creep auf jeden Fall. Oh, wir müssen dann unbedingt auch noch. Fällt mir gerade ein, ja. Untersuche das Archiv. Ja, das mache ich gerade. Upsi. Phoenix schritt durch das Archiv. Über zerborstene Statuen gefallener Heldengestalten. Klar, warum sollte man auch nicht in einen unheimlichen, halb zerfallenen Tempel gehen? Phoenix ist ein Held, Zeus. Helden nennen sie die Sterblichen, die als Erste sterben. Hallo? Ist da jemand? Komm raus und stell dich! Ich will nicht rauskommen! Jetzt bin ich doch rausgekommen. Warum höre ich auf dich? Ein Kind? Ich bin kein Kind. Ich bin Athena. Athena? Oh. Oh, die Göttin der Weisheit. Die Prophezeiung. Weises Kind überzeugt. Das ergibt jetzt schon viel mehr Sinn. Oh Mann, du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich dich immer kennenlernen wollte. Aber warum bist du so klein und wütend? Du wärst auch sauer, wenn Typhon dich geschrumpft und dir eine Hydra hinterhergeschickt hätte. Ich hab dich gehört und dachte, du wärst dieses nervige Schlangengesicht. Tja, ich bin keine Hydra. Ich bin ein großer Verehrer von dir. Ich habe so viele Fragen. Hast du im Trojanischen Krieg wirklich Ares verprügelt? Was? Oh, ja. Zweimal. Oh, und du warst wirklich die Richterin bei den Verhandlungen gegen... Tut mir leid. Wie war dein Name? Phoenix. Kaum zu glauben, dass ich Athena treffe. Auch wenn sie ein kleines mit... eine kleine Göttin ist. Wolltest du kleines Mädchen sagen? Beinahe, ja. Das wäre nicht gut ausgegangen. Ja, schon klar. Gut, dann will ich dir mal glauben, dass du keine Hydra bist. Aber das heißt, dass immer noch eine super miese Hydra hinter mir her ist. Wo hat Typhon deine Essenz versteckt? Wenn du wieder du selbst wärst, hätte die Gorgone keine Chance. Und wir wären der Aufhebung des Steinfluchs einen Schritt näher. Ist er der erste Schritt? Oh, die Heldengestalt steht bereit, tapfer und mit fragwürdigem Stil. Moment, was?
Ich habe auf dich gewartet. Nur eine sterbliche Heldengestalt kann den Weg der Helden beschreiten und Kronos Stab der Zeit befreien. Stab der Zeit? Ja, er birgt die Macht des Gottes der Zeit. Mit ihm können wir Typhon besiegen, den Fluss der Zeit umkehren und den Versteinerungsfluch aufheben. Ohne ihn sind wir verloren. Und du weißt, wie wir ihn bekommen? Kronos verlor ihn im Fluss der Zeit. Er zeigt sich nur der wahren Heldengestalt, die den Weg beschreitet. Der nächste Schritt ist, die Hydra zu töten. Dabei kann ich helfen. Ich habe Komischeres gemacht auf dieser Insel. Sehr gut, dann hätten wir das. Du bist meine Heldengestalt und erschlägst jetzt diese grauenvolle Hydra. Ach, das ging jetzt aber schnell. Eben wolltest du mich noch mit einer Statue zerschmettern. Ja, so ist das mit dem Schicksal. Schritt 1 auf dem Heldenpfad ist, die Hydra zu erlegen. Bis dann. Wie tiefsinnig. Hast du noch eine andere Weisheit für mich? Wie klug von Athena, an Kronos Stab zu denken. Die Kleine ist einem immer einen Schritt voraus. Ich wusste nicht, dass du den Stab kennst. Natürlich. Normalerweise fragt sie mich um Rat. Aber da war ich gerade nicht da. Welch ein Verlust. Das ist die Hydra. Fick die Wand an, ist es ein Viech. Cool, endlich mal was richtig Fettes. Das gefällt mir. Geilo, ich freue mich so richtig, richtig gerade. Jetzt haben wir Athena kennengelernt. Wir sind zum richtigen Helden, zum lebenden Helden, zur lebenden Legende geworden. Das Archiv haben wir erkundet. Athena ist da, die freut sich auch über uns, glaube ich, bin mir nicht sicher. Da unten wäre eine Küste. Ein Zeug, wie ich das sehe. Das war Glück. Ja, schön, oder? Athena wurde von der weisen und bedachten Göttin ja, zu einem kleinen, relativ unbedachten, impulsiven Kind degradiert. Jetzt sind alle göttlichen Attacken bei mir stärker. Das ist richtig cool. Hi. Ich frage mich, was Athenas Segen dann sind, wenn wir soweit sind. Jetzt müssen wir Kronos Stab holen. Na, einfach mal töten. Die Hydra töten. Super. Wie gut das geht oder schlecht, das werden wir jetzt gleich sehen. Was haben wir denn hier oben? Sind das einfach Enge? Oh Mann, die Hydra muss mir nicht den mittleren Kopf abschlagen, dass das geht. Einmal, sehr schön. Und der nächste, pass auf, aus der Luft. Boom! Cool. Zweimal. Runter. Runter. Gut, und jetzt brauche ich noch eine Feuerschale irgendwo. Ah ja. Wie wär's zum Beispiel damit? Und ein sehr impulsives Kind, gell? Diese Athena. Ta, 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 ta. So, perfekt. Überleg grad, machen wir diesen hier? Hoppla. Oder machen wir diesen hier? Oh Gott, ey. Hier machen wir diesen hier. Nochmal. Und drehen. Da. Dididididin. Oh yeah. Rein da. Dass die nicht als bewachte Truhen zählen, wundert mich. Satyr-Pelz des glühenden Stolzes. Das haben wir jetzt. Ja, ich habe gerade beschlossen, es werden nicht zwei Episoden, es wird nur eine Episode heute werden. Heute für mich werden. Denn da unten ist eine bewachte Truhe, merke ich gerade. Oder irgendwas ist da unten. Ich weiß noch nicht was. Ich gehe davon aus, dass das... Ha. Was? Du könntest das Ziel
einer langen Reise sein. Oh Gott, eine solche komischen Hermes-Herausforderung, oder? Kann das sein? Vorne ist eine bewachte Truhe, okay. Der gehe ich jetzt nicht nach. Ich möchte ja eigentlich, und das wollen wir ja schon die ganze Zeit, hierher. Und da gehe ich jetzt mal ohne Umschweife hin. Tatsächlich mal ohne gewaltige Umschweife, sagen wir mal so. Ich will einfach den nächsten Hinweis da bekommen und sehen, wo uns das jetzt hinführt. Ob uns dann der letzte Hinweis hier auf diesen Gipfel hier führt, da hinten, oder ob wir irgendwo anders hin müssen. Das würde mich sehr interessieren. Aber ich finde es schon mal extrem cool, dass wir Athena kennengelernt haben. Hallo Hydra, wie soll ich dich töten? Du schaust aber nicht lebendig, also schaust sehr tot aus, sehr tot und versteinert. Hört immer wieder so Kinderlachen, Echo, Kinderlachen als Echo, so. Wow, ja, und das meine ich mit, das ist heute die letzte Episode, denn mein Reden ist mittlerweile schon wieder kaputt. Athena, Weiseste der Weisen. Bin mal gespannt, wo uns das jetzt hinführt. 250 Meter. Knappe 200 Meter. Prachtstück. Schön. Oh, ich wollte sie aktiv setzen, das Quest. Tschick. Dankeschön. Ich gehe mal davon aus, dass wir darauf müssen. Danke, Prachtstück. Was ist denn das da drüben? Oh Gott. Ich kann jetzt die Finger nicht davon lassen. Ich muss darüber. Ich muss sehen, was ist das? Okay, das ist anscheinend nichts. Einfach nichts. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber wahrscheinlich muss ich die. Okay, die muss man entfachen. Hey. Hopp. Okay, macht man halt so. Komm. Wo bist denn du? Da. Komm her. Das passt. Hey ho. Okay. Lass mich doch nicht schlagen, mein Freund. Oh Gott. So. Nun gut. Die Kiste ist ours. Da kann ich durchschießen, das ist gut. Und kann ich auch. Ja, da kann ich auch durchschießen. Passt. Dann wissen wir schon, was es geht. Zwei Pfeile einfach in die. Einfach, unter Anführungszeichen, hier durchzuschießen. Cool, ohne Entschleunigung. Das gefällt mir schon mal. Und ohne Entschleunigung. Naja, bis sie schon. Jetzt haben wir die Kiste freigelegt. Dass das auch nicht als bewachte Kiste gilt. Neue Optik. Silberrüstung des unbekannten Besuchers. So, und jetzt will ich endlich meinen nächsten Hinweis bekommen. Was ist das hier? Da ist mal ein Tatarröschen. Ist es schon markiert, wenigstens? Bitte sei markiert. Nein, du bist nicht markiert. Du bist ein Ungurter. So, Questbereich. Ah. Okay. Bin gespannt, was hier versteckt, verborgen liegt. Wahrscheinlich. Sprich laut, mein Liebling, wenn du den Schlüssel drehst. Hol dir den Schatz. Dein Sohn,
Ikaros. Oh nein. Der Schatz. Er ist in den Tartarus gefallen. Nun, wir sind schon so weit gekommen, oder Phosphor? Wirklich eine Schuld. Und rein. Flop. Ja, wie gesagt, anstatt jetzt da extra auf Episode 70 hinzuarbeiten, machen wir vielleicht ein bisschen längere Episode 69. 69. So. Daedalus Schatzkammer. Daedalus Schatzkammer ist das. Das ist die Schatzkammer von Daedalus. Geil. So, zeig. Cool. Ah. Okay. Na. Okay. Tschüss. Komm wieder. Kommen Sie wieder, wenn Sie Fragen haben. Jetzt. So ist richtig abgedeckt. So, die Frage. Bist du richtig abgedeckt? Knifflig. Ah, jetzt ist es weg. Tatsächlich, funktioniert. Wunderbar. Also wenn das jetzt Daedalus Schatzkammer ist, ist die Frage, was ist unser Ziel? Keine Ziele. Ich sehe auch in der Ferne keine Schätze oder irgendwas. Also, keine Ahnung. Wartet der Ikarus als Gegner auf uns oder... Ja, da vorne ist eine Tür, da ist ein Tor, das ist eine Arena. Oh Gott. Wir haben es weit gebracht. Was war halt? Dass du ihn auspeitschst, da er dir Schande gebracht hat. Ich dachte, er würde nie fragen. Was? Nein! Niemand verdient Schmerzen, weil er einen Fehler gemacht hat. Lern einfach daraus und mach es nächstes Mal besser. Aber ich war nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Ich hab dich trotzdem lieb, Phosphor. Wirk. War das süß. Und da hinten sehe ich jetzt endlich einen Schatz. Oh, ist das geil. Aber wisst ihr was? Tatsächlich, wir machen eine 70. Episode. Scheiß auf die Länge jetzt. Wir machen eine 70. Episode. Ich würde es nämlich ungern irgendwie unterbrechen und ich möchte mir da schön Zeit lassen dafür, für das hier. Und ansonsten hängen wir noch ein paar Schatzsuchen dran. So machen wir das. Und jetzt gibt's den Cut.